Also ist die ganze Verratsstory jetzt in diesem Teil jetzt alles nur aus Eifersucht? Wir sind übrigens immer noch im ersten Kapitel. Damit willkommen zurück. Oh, ich muss bestimmt was machen, oder? Ah ja. Ich dachte gerade, wie lange will er jetzt hier noch rumliegen, aber... Immer muss ich diesmal nicht mit dummen russischen Pistolen rumrennen. Das ist schon mal viel wert. Ob es da Kritik im ersten Teil gab, dass diese Dreckspistole kein Schwein spielen wollte? Ich hatte gestern auf Reddit so gab es so ein Thread, also im Deutschen ein DE-Reddit, der war größtenteils so, was sind eure Horror-Stories aus der Schule? Neben den üblichen Lehrer bandelt mit Schülerinnen an und die wir drohen Terroranschläge an, dann war eine der Geschichten auch, dass irgendeine Mitschülerin bei den einen Typen und wir am Vortag einen, die ist irgendwie in der Schule, im Schulsport, Trampolin gesprungen und wir hingefallen tot. Hat sich rausgestellt, die hatte sich am Vortag beim Skaten irgendwie eine Rippe gebrochen, hat es aber nicht so direkt mitgekriegt und die Rippe hat sich dann am nächsten Tag halt ins Herz gebohrt. War dann halt sofort tot. Ja, mit diesen wunderschönen Aussichten muss ich gerade an ihn hier denken, der hier gerade ein Schleudertrauma nach dem anderen abkriegt und immer noch läuft. Also ich habe mir gedankt, dass Fortuna noch nie irgendeine Rippe gebrochen oder... Eigentlich habe ich noch nie was gebrochen außer kleinen Zehen. Da habe ich mir meine kleinen Zehen schon sehr oft gebrochen. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Ich frage mich halt ernsthaft, warum ein Typ wie Nathan Drake auf irgendwelche Frauen noch reinfällt, ne? Also das ist meine, das ist halt... Also das ist, wenn sie wirklich was von ihm will, dann ist sie dabei sehr suspicious. Also ich meine, das ist ja, wir müssen uns mal die Realität angucken hier. Der gute Nathan Drake ist nun mal schon mal relativ muskulös, körperlich gut gebaut und ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt unattraktiv. Sag mal so. Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. What? Was erzählt er da?
Auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Typ wie Nathan Drake großartig unsicher ist, was Frauen angeht, und da irgendwie sich wie der letzte Trottel irgendwie um die Finger wickeln lässt, oder? Das ist auch unwahrscheinlich. Na ja, gut. Unabhängig davon, wie ist er denn jetzt da hochgekommen? Ich muss jetzt hier gleich bestimmt irgendwelche komischen Rohre hier hochkrabbeln, ne? Ja, muss ich natürlich. Die alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Hallo Goku, grüße dich. Zwei spielt nach den Einzelnen, hab eben nachgeschaut. Naja, wäre auch logisch, ne? Das, meine, warum das unnötig verkomplizieren? Mal davon abgesehen, dass ja eigentlich prinzipiell mit ihm selber so persönlichkeitsentwicklungstechnisch, glaube ich, nichts passiert ist. Und, vor allem, wir müssen auch angucken, im Vergleich zu Lara Croft ist Nathan Drake ja wirklich generisch, ne? Das ist ja, Indiana Jones war leider nicht verfügbar, deswegen haben wir jetzt einen anderen Typen ausgesucht und Lara Croft gab's halt irgendwie schon seit langem. Also Lara Croft gibt es ja auch nur, weil sie wollten eigentlich einen Indiana Jones, wir hatten erst, glaube ich, einen Mann und haben dann aber gemerkt, ja scheiße, der ist so ähnlich wie Indiana Jones, wir müssen was ändern, sonst kriegen wir, sonst kommen die uns einfach noch mit den Patentanwälten um die Ecke, das wollen wir ja auch nicht. Also nicht Patent, aber hier Markenrecht. Und Nathan Drake ist ja quasi unkomplizierte Lara, ne? Weil er hat ja, also wir wissen eigentlich über Nathan Drake noch gar nichts, ne? Bei Lara Croft hattest du diese ganze Geschichte mit den Croft-Männern, du hattest irgendwie diese Geschichte mit Babab, ihre Eltern. Und da war, selbst in den, das Croft-Männer gibt es ja schon länger, sie hat halt irgendwie irgendwann einen Gegenspieler. Und Nathan Drake ist komplett unkompliziert. Der hat nichts, also bis jetzt noch nichts, das kann ja noch sein, dass was kommt, aber er hat halt irgendwelche zwielichtigen Freunde, wir wissen, dass er ist irgendwie professioneller Dieb, also er kümmert sich auch gar nicht um die Archäologie, er macht euch einen Scheiß kaputt, das ist ihm egal. Er hat halt irgendwelche Frauengeschichten, die sind halt auch nur sehen bei. Der hat halt nichts Festes. Der Typ, wir wissen nicht mal, wo er herkommt. Also ich gehe mal davon aus, dass er Ami ist. Aber er könnte auch sonst was sein. Wir wissen nichts über Nathan Drake. Wir haben im ersten Teil nur erfahren, dass er einen alten Kumpel namens Sadi hat, dass er Geld will. Und nach Schätzenjagd. Wir wissen nichts über Nathan Drake. Und dass er halt gewisse Fähigkeiten als Dieb hat. Er hat halt irgendwie eine gewisse Ausbildung, was so Schätze angeht. Und er kann so ein bisschen Latein lesen. Und hat so ein bisschen Kulturahnung. Aber halt eher im Sinne von, er will irgendwo einbrechen. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Nö. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Papa Errol? Wieso er denn hochkommen? Er bestimmt sein. Was? Es gibt ein Uncharted Buch. Na gut, das ist. So viel zum Thema, es gibt nicht so viel Story. Also für mich ist alles nur Kanon, was die Spieler erzählen. Los geht's. Danke. Aha. War gut, dass die Steine hier sagen. Was ist denn ein Charterbuch? Besuchen Sie den Tod eines befreundeten Archäologen. Sie werden aber von der Tochter begleitet. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, das wär's natürlich doch. Das ist Uncharted, obwohl das Tomb Raider Reboot wäre halt schwierig, ne? Weil auf Lara geht's. Eigentlich total darum besorgt ist, um welche Kulturen zu beschützen und Zeug. Und Nathan halt gar nicht, ne? Alles klar. Do not stack. Zack, liegen irgendwelche Sachen drauf. Großartig. Nick ist eigentlich ein simpler Dieb, Skaten, deswegen immer auf der Suche nach den ganz großen Nummern und die beiden. Ja, eben, das ist ja das Ding. Wir sehen ihn. Jedes Spiel fängt irgendwo in der Südsee an, ne? Es ist ja nicht so, dass der irgendwo ist, wo so wie kalt ist oder dass der halt in seinem Londoner Apartment rumsitzt. Nein, er ist immer an der Südsee und du siehst ihn irgendwie Bier trinken. Und da macht er auch seine Dinger, ne? Der hat überhaupt keinen Bock, um wohin zu gehen, wo es kalt ist. Der Typ ist einfach nur ein Dieb. Was bedeutet das, 5 Clipsstücke maximal 2? Im Rahmen des der allgemeinen Belustigung mache ich Sporteinheiten. Da kommen wir auch gleich zu. Gibt verschiedene Einheiten. Es gibt die billigen Sachen, kannst du nur 2 Stück einlösen, das hast du nämlich gerade gemacht. Und dann gibt es noch teure Sporteinheiten, die werden halt immer teurer, weil ich schaffe halt nicht mehr als 20. Also ich würde es versuchen, mehr zu machen, aber mehr als die einfachen 5 mache ich in der Regel nicht hintereinander weg. Und dessen sind die beschränkt. Also du kannst nur 2 Stück davon einlösen. Ach, ich muss da oben machen, ich bin auch dämlich. Da muss ich jetzt hier. Greif mal die Leiter da oben. Warum macht er denn das jetzt? Okay. Hat er mir das gerade mit dem Funkgerät gesagt? Das ist nicht sein Ernst. Meinst du eher Lara verschwindet? Naja, aber das macht sie ja nur nicht. Also das Ding ist halt, Lara Croft jagt den ganzen Scheiß eigentlich nur in die Luft. Aus Versehen. Runtergeworfen. Also, das passiert halt so. Es ist ihr auch scheißegal, das wird doch nie thematisiert, aber sie tut's halt. Weil es hier alles Wumpe ist. Aber Nathan Drake macht es halt wie anders. Er ist halt Dieb, ne? Das interessiert ihn halt einfach gar nicht, also von Anfang an nicht. Lara ist es ja schon wie wichtig. Nein, da gehen wir nicht lang. Aber sie hat halt immer. Also sie hat halt immer irgendwelche Gründe. Hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Warum es nicht geht, ne? Vielleicht findest du es ja. Also der Dialog ist jetzt gerade nicht so unendlich wichtig, ne? Also das Spiel möchte uns immer noch Mechaniken beibringen. Gut. Aber
wir haben noch nie, also Lara Croft war halt immer hinter Trinity her oder wollte irgendwie entkommen oder, also zumindest jetzt in Reboot. Ich habe die ursprünglichen Teile, ehrlich gesagt, nicht gespielt. Das werden wir übrigens noch machen demnächst. Ach, guck mal, die Schwingdinger. Wuhu. Oh nein, ich muss die, ich dachte, er schwingt sich von allein, aber ich muss das klicken. Ah, das ist ja schrecklich. Alter. Das ist der offizielle Weg. Ich will nicht den Hausmeister sehen hier an diesem Ort, ne? Das muss ein fitter Typ sein. Also das ist wahrscheinlich so ein Klettertyp. Das ist so ein. Drücken Sie, um Gegenstände entdecken zu gehen. Achso, ich muss mich jetzt schleichen, ne? Okay. Hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Es geht natürlich nicht alles nach Plan. Zeiten, oder? Das ist bestimmt so ein Alexander Honnold, der Hausmeister hier. Oh, das sieht aber schon reich aus. Ja, schön, dass die Jungs mit Taschenlampen rumfunzeln. Das ist bestimmt eine super Idee. Wäre es nicht vor allen Dingen logisch? Also, wenn wir jetzt mal rein hypothetisch, wenn ich irgendwo einbrechen würde. Und ich weiß, dass es Wachen gibt. Guck mal, da oben liegt ein Wolf. Ich würde auf jeden Fall erstmal eine rote Taschenlampe mitnehmen. Einfach, weil rot eine niedrige Wellenlänge hat und ich mir meine Nachtsicht damit erhalte. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Das wäre jetzt erstmal so spontan meine erste Idee, dass du eine rote Taschenlampe mitnimmst. Aber rot wird vielleicht auch auffallen. Ja. Aber es hat halt den Vorteil, dass du kannst es halt schnell ausmachen. Das wird dann halt nicht so gut gesehen. Was? Warum möchte ich jetzt hier so einen Ring her? Okay, gut. Ich kann aber damit... Kann ich damit irgendwas machen? Nö, ich kann den auch nicht... Also ich kann den nur angucken. Aber das ist auch sinnfrei. Lach halt immer noch ihren Sinn für Kulturen hinter den Schatz finden, das hilft, das Daddy zurückzufinden, ist noch besser. Eine Interessierung für den schönen Wert. Ja, genau, das meine ich. Also, das ist, was wir bis jetzt von Nathan Drake gesehen haben, ist ja wirklich nur, er ist halt wirklich nur ans Geld interessiert. Der Typ ist an sich ein flachter Charakter. Und genau so ein Draufdinger erwarte ich nicht, dass der sich von irgendwelchen Frauen reinlegen lässt. Weißt du, das ist ein, also ich würde eher erwarten, dass er die Frauen irgendwie rumkriegt. Also, er ist halt ein Typ für eine Nacht. Und nicht so ein Typ, der irgendwie mit... Ich meine, was sie ihn halt verspricht, ist ja irgendwie ein Leben mit ihr. Aber das ist ja... Es sollte eigentlich genug Lebenserfahrung sein, um nicht darauf einzufallen, oder? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment. Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht da. Oh, klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Dann kann das jeder... Aber dann ist das... Muss hier irgendwo sein. Aber dann ist... Ja gut, wir folgen einfach mal den Kabel, das hier an die Seite rangeht. Ich meine, jeder kann eine Alarmanlage entschärfen, die irgendwie aus ist, ne? Wenn die kein Face-Safe hat. Es ist dieser Verteilerkasten etwa? Mit dieser handlichen Kiste davor? Mensch. Was übrigens auch total klug wäre so ein Kännchen Öl mitzunehmen, oder? Das sollte gehen. Mal ja, ganz doof, die Frage, wenn die Gefahr besteht, dass du irgendwelche Türen öffnen musst... Das klingt ja so wie klischeehaft, aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, gerade so Verteilerkästen oder so Türen. Ich meine, du kommst halt nicht immer an die Scharniere ran, wenn sie innen sind, aber trotzdem. Mist. Den nehme ich. Drücken Sie im. Ja. Achso, ich muss drücken. Hä? Ich drücke doch. Okay, Spiel abgeschlossen, ich komme hier nicht raus. Um Decken um Ecken herum zu fassen, drücken Sie L nach vorne und drücken Sie kurz. Für einen heimlichen Angriff nähern sich den Feind unbemerkt und drücken sie Viereck. Das werde ich nie wieder machen hier noch, ne? Das. Ernsthaft? Ja, total unauffällig, ne? Wollen wir die Leiche, also den Körper, nicht erstmal irgendwie in Deckung schleppen oder so? Ich habe keine Ahnung, warum man sich nicht eine reiche 80-Jährige sucht. Da ist der Turm. Ja. Aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Wahrscheinlich. Okay, dann los. Wahrscheinlich haben wir hier jetzt wieder den Teil. Also in Uncharted 4 gibt es übrigens das Archiv mit Ludennarrative Dissonanz, weiß ich jetzt schon. Und das ist ja, dass das Spielnarrativ eine komplett andere Geschichte erzählt als die Spiellogik. In diesem Fall also, ich glaube, Nathan Drake möchte eigentlich jede Gewalt vermeiden. Dass er im letzten Teil irgendwie 500 Bösewichte in dir geschossen hat, plus noch ein paar Zombies, ist total egal. Weißt du? Und... Hm? Na gut, dass die Wache hier übrigens nur drum rumsteht, ne? Alter, das ist aber mehr als... Da.
Hat er den gerade gegen die... Also er hat zumindest angedeutet, dass er gegen die Kante gehauen, ne? Immerhin können wir hier Gitter hochklettern. Das regt mich ja in jedem anderen Spiel auf, dass du Gitter nicht hochklettern kannst, ne? Obwohl das wahrscheinlich das am einfachsten hochzuklettern Zeug überhaupt ist. Ich finde übrigens diese Lampen eigentlich ganz cool. Die da. Diese Blechdinger. Oh, es sind gleich zwei. Da könnte ich jetzt irgendwie ablenken. Die sehen mich nicht? Ist das hier ernst? Ja, whatever you say. Mist. Ich nehme die Lampe. Ich nehme die Lampe. Er ist auch doof. Er ist nur noch kein Bad Guy. Ja, wie soll ich mich denn... Hey, die jetzt drücken Sie wiederholt. Ach so, jetzt gehen wir... Jetzt kommen wir wieder die großartigen Combo-Attacken. Natürlich sind die Leute, wenn ich hier vier Fäuste für ein Halleluja-artig zuhaue, sind die Leute natürlich sofort bewusstlos. Also ist jetzt ja unauffällig, ne? Ja, da oben ist eine Kamera. Ich sehe eine Kamera. Also ich habe das Gefühl, dass der letzte Einbruch nicht ganz unbemerkt blieb und die darauf reagiert haben, oder? Okay, wir sind fast da. Da steht hier du links. Achso, ich hier links, so. Achso, jetzt darf ich hier selbstständig was. Ja, wenn ich den jetzt umhaue, dann wissen auch alle Bescheid, oder? Der schreit doch bestimmt rum. Oh, cool. Alter! Also, davon wird aber ganz ehrlich, davon wird Kinder dauerhaft bewusstlos. Obwohl jede Bewusstlosigkeit länger als 3-4 Sekunden ist ja sowieso, also eigentlich Bewusstlosigkeit, überhaupt bewusstlos werden, ist ja schon gesundheitlich ein Riesending. Also da sind wir über den Ding mit, naja, wir machen also nächsten Dreck verabscheut Gewalt oder so, weil das ist jetzt wahrscheinlich die logische Erklärung darum, warum mir hier die Leute immer bewusstlos haut. Oh, ich komme nicht hoch. Und dann? Aber, ich meine, die Leute hier umzuschlagen, ich meine, das tut denen auch gesundheitlich nicht gut, ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Also da hinten kann ich irgendwie hochklettern, das sehe ich. Aber... wenn wir runterfahren lassen? Soll ich mir einfach fallen lassen? Ach ja, der hat die Mauer umgehauen. Ach, das war der Plan die ganze Zeit, oh. Bitte nicht, dass die neuen Dinger da ein Rätsel sind. Können wir drunter durchkriechen? Alter, ihr passt da quer durch! Nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte. Alter! Na gut. Okay, jetzt ist doch nicht so groß. Na gut, sie passen da doch nicht quer durch. Ich hab gerade überlegt, ob die quer mit den Schultern durchpassen, aber das sah nur in der Kamera aus. Sie passen doch nicht ganz durch. Na gut, dann, nächsten würdest du bitte nach rechts... Hallo? Achso. Nicht springen, sondern einfach steigen. Na gut. Da oben ist ja noch eine Wache. Also, die haben ja auf jeden Fall zu viele Wachen in diesem Spiel. Okay. Ist aus. Jetzt das Ölkännchen, ne? Der Schulter ausrenken, passt das? Okay. Eins, zwei, drei. Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, los. Das sieht nach einer guten Verratstelle aus. Beeilung. Moment. Okay. Wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay, ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Geh zum Brunnen. Bin ich schon. Mir fehlt jetzt der sechste Sinn von Lara. Da sind noch mehr Leute. Also sie haben auch nicht wirklich ein Entdeckungszeichen über... Okay, das läuft nicht so gut.